Es war der 10. Tag, an dem ich bei eBay meine Sammlungen in Einzelstücken zur Versteigerung einstellte. In vielerlei Hinsicht noch unerfahren, aber begierig, Erkenntnisse und Stories zu sammeln. Dass sich ausgerechnet aus einer der ersten Auktionen eine Geschichte ergeben würde, die unter der Headline "Der längste Deal" gereiht werden würde, konnte ich damals nicht erahnen. Es handelte sich um den ersten Gegenstand, den ein Bieter aus Australien ersteigerte. Das muss man sich einmal vorstellen. Da hast du selbst einen Gegenstand fast 20 Jahre, der dich von A nach B begleitete, und dann geht er rund um den Globus und findet einen neuen Besitzer, der ihn im Internet ersteigert und begeistert davon berichtet, dass er das Originalgegenstück dazu hat. Es handelte sich um einen Originalprospekt eines Fiat 1500e aus dem Jahre 1949. Und Kemco 176 hatte das Auto und wollte diese Unterlage als Vorlage dazu verwenden, die Restaurierungsarbeiten zu unterstützen. Ich selbst hatte den Artikel mit zahlreichen anderen in den 1980er Jahren geschenkt bekommen und damals zu meinen anderen Sammlungen hinzugefügt und die dann fortgeführt. Die Versandkosten wurden berechnet und Kemco 176 dann übermittelt. Am 19. Oktober 2001 war Auktionsende und am gleichen Tag erhielt er die Kontakt-E-Mail. Es waren in Summe etwa 20 E-Mails, die den Datenhighway zwischen Australien und Deutschland auf sich nahmen. Aber es kam keine Zahlung. Als ich im Dezember versuchte, Gebühren rückerstattet zu bekommen, lernte ich erst einmal das System von dieser Seite her kennen. Natürlich waren die Fristen längst abgelaufen. Aber ich war beharrlich. Dennoch vertröstete mich Kemco 176 und als er mir mitteilte, dass er nur sporadisch in die Stadt käme, da er eine Ranch hätte, sah ich mich schon im Geiste mit ihm gemeinsam durch die Prärie jagen. Nach Jahreswechsel, trotz mehrfacher Zahlungszusage, kam kein Geld. Am 24. Jänner sah ich mich dann trotz des gemeinsamen geistigen Ausrittes veranlasst, eine negative Bewertung abzugeben. Da war dann jedoch relativ rasch eine schriftliche Reaktion da und Anfang Februar dann das Geld. Vom Auktionsende bis zum Einlangen des Geldes vergingen genau 120 Tage und der Bewertung wurde dann der Kommentar der Durchführung der Bezahlung beigefügt.